Guten Abend. Wir sind im Tisha B'Av. 9. Av ist ein Trauertag. Man erzählt über Napoleon, dass als er auf dem Weg zurück vom Krieg, vom Schlachtfeld, auf dem Weg nach Hause, hat er in eine seiner Stationen auf dem Rückweg in ein kleines Haus reingekommen. Er hat gesehen, Gruppe von Juden, die sitzen auf dem Boden, beten und weinen. Er hat die Leute gefragt, worum es geht. Und die haben erzählt, dass Beit HaMikdash, das Tempel, unser Haus, wurde zerstört. Deswegen, wir sind traurig. Wir sitzen hier, wir weinen. Da hat jemand von seinen Leuten gefragt, wann war das? Und er hat schnell kalkuliert und gesagt, 1700 Jahre zurück. Napoleon hat gesagt, wow, ein Volk, der weiß, wie man Vergangenheit trauert, der für ihn so wichtig, so ein Ereignis, der vergisst nicht so ein wichtiges Ereignis, hat bestimmt eine große Zukunft. Hat eine sichere Zukunft. Denn die Verbindung zur Vergangenheit und immer noch im Gegenwart über solche wichtige Ereignisse anzudenken, zeigt, dass unser Volk hat eine starke, eine sichere Zukunft. Wir sind noch am Tisha B'Av. In Israel, in anderen Ländern, die essen jetzt schon. Bei uns ist noch Fasten. Wir fasten von gestern Abend mit Schkia, mit Beginn der Nacht, bis heute Nacht, nach 22 Uhr. Wir fasten, weil die Erinnerung an der zerstörte Jerusalem, es ist ein Teil des DNA unseres Volkes. Wir erinnern über Beit HaMikdash täglich. Wir beten jeden Tag, dass Hashem soll Beit HaMikdash wieder aufbauen. Wir vergessen nicht die Zerstörung Beit HaMikdash sogar, wenn wir unter die Chuppa stehen. In die höchste Zeit am Leben. Wenn Ehepaar heiratet, dann wird ein Glas gebrochen, auch als Erinnerung von Beit HaMikdash. Das Tempel ist ein Teil der Geschichte unseres Volkes, ist ein Teil der Gegenwart und auch der Zukunft unseres Volkes. Und deswegen der Tag ist von großer Bedeutung. Was kann man machen? Was tun Juden in dieser Zeit, die drei Wochen zwischen 17. Tammuz und 9. Av, die Zeit, die drei Wochen, die wir im Trauerzeit sind? Was wir machen können, ist, wir können lernen über Beit HaMikdash, über das Tempel. Und wir haben hier ein kleines Format, was wir heute darüber auch lernen. Zusätzlich zu guten Dingen, die man tut, um Kontakt zwischen Menschen zu stärken und so weiter. Aber man lernt über dieses Haus. Man lernt über seine Maßen. Man lernt über seine Funktion. Man lernt über seine Nutzung. Und eigentlich, das ist unsere Hoffnung, dass dadurch wir bringen das Haus wieder zurück. Denn wir beten täglich dreimal. Warum dreimal? Weil in diesem Haus, auf dem Altar hier, hat man dreimal am Tag Dienst ausgeübt, Opfer geopfert. Und seitdem, dass das Haus ist zerstört und wir nicht mehr opfern können, seitdem beten wir. Morgens, Mittag, abends, zu feste Zeiten, die damals war. Unsere Gottesdienst heute ist Ersatz für Dienst, die damals hier war. Und ich möchte heute, dass wir über dieses Haus einige Informationen lernen. Also erstmal, wie groß war das Haus? Also das Haus war, also dieser Bereich, die sogenannte Ezrat Nashim, komme ich gleich auch dazu zurück, war 135 Amma,
auf 135. 135 Amma, es ist fast 70 Meter. 70 Meter auf 70 Meter war der Bereich. Der Bereich war etwas länger. Diese Seite war im Ost und das ist die westliche Seite. Das heißt, wenn wir heute in Jerusalem zur Klagemauer gehen, der westliche Mauer, wir reden noch von hier. Und das ist nicht der Mauer des Tempel, sondern der Mauer des Tempelberg. Also das Tempelberg hat auch eine Mauer, es ist viel breiter, nah hier, aber viel weit auf dieser Seite. Aber wenn wir stehen in der Klagemauer, wir stehen eigentlich hier und das ist die allernächste Bereich und Seite, die sehr nah zu Kodesh HaKodeshim, hier drin die heiligste Ort in Beit HaMikdash. Der Eingang war von hier, beziehungsweise gab es mehrere Eingänge. Aber der Weg von hier hat man hoch und hoch gegangen. Der Rambam, der Maimonides, beschreibt die Stufen von Heiligkeit, die im Land Israel gibt. Es gibt Jerusalem, höher ist Tempelberg, noch höher ist der Bereich, noch höher hier und noch höher hier und noch höher hier. Hier ist der heiligste Ort, die Kohen Gadol, der Hohepriester, nur einmal im Jahr reingekommen und für sehr kurze Zeit. Dann fangen wir nochmal von hier, der Eingang. Dieser Bereich ist genannt Ezrat Nashim, der Frauenbereich. Es war aber nicht nur Frauen hier, sondern es ist, wie der Maimonides erklärt, es wird genannt Ezrat Nashim, der Frauenbereich, denn hier war der Empöre oben, wo die Frauen gewesen waren, mit Eingang hier von der rechten Seite nach oben. Und deswegen wird das über den auch genannt. Die Männer waren unten, die Frauen waren oben. Wenn wir über der Maß denken, das ist klein. Wie konnte es sein, dass so viele Menschen hier reinpassen? Die haben reingepasst. Aber es gab hier im Beit HaMikdash mehrere Wunder. Und ein Wunder, die hier war, auch wenn die Menschen so dicht beieinander gestanden und doch hier reingepasst, aber die mussten auch während Gottesdienst auch knien. Dafür braucht man mehr Platz. Es steht im Talmud, dass eine der Wunder, die im Beit HaMikdash war, ist, dass man hat eng gestanden, aber mit sehr viel Platz gekniet. Das war ein Wunder. Und hier unten, in die vier Ecken, gibt es vier solche Räume und bei jeder war eine bestimmte Nutzung. Hier rechts oben in die Ecke ist die sogenannte Lishkat HaMetzoraim. Lishkat HaMetzoraim, es war der Bereich, wo der Aussätzige, als die geheilt oder gewartet zu heilen, die kamen hier. Hier könnten die durchführen, was die im Prozess haben, vor dem, dass die wieder zurückkommen. Links oben gab es Lishkat Ashmanim. Das war der Bereich, wo man hat Öl und Wein für Dienst vorbereitet. Es gab Kohanim, die dafür zuständig waren. Die haben einen großen Bereich, eine große Sammlung bzw. ein großes Lager. Das war hier. Hier unten links Lishkat Nezirim. Nezirim waren die, die auf sich genommen eine bestimmte Zeit nicht zu rasieren, Haare rasieren oder auch Wein nicht zu trinken. Die hatten einen Prozess, wie die zurückkommen. Das heißt, wenn diese Zeit zu Ende, dann haben die hier geführt. Und die vierte Ecke ist sogenannte Lishkat Aizim. Es war hier. Dort hatte man Holz vorbereitet für Dienst im Altar. Wir werden nachher über Altar sprechen. Und auf dem Altar, man hat mit Holz immer Feuer gemacht und das wurde hier vorbereitet. Und zwar gab es Kohanim, Priester, die dürfen Dienst nicht ausüben. Zum Beispiel, wenn ein Kohen war
irgendwie eine Krankheit, die ihm nicht erlaubt, dort zu sein. Zum Beispiel hat er keinen Finger, hat nur 4 Finger, nicht 5. Er darf hier nicht Dienst, aber er darf hier etwas tun. Und die haben die Kohanim hier bei Lishkat Aitzim, die haben die Holz sortiert und die haben gesucht, dass keine Würmer in diesem Holz ist. Weil Holz, die mit Würmer war, durfte nicht genutzt auf dem Altar und die haben das hier in diesem Bereich sortiert. Wir gehen jetzt von Ezrat Nashim zu der Azara, in der Bereich, wo der Hauptsach, der Hauptteil des Dienstes durchgeführt. Aber davor gibt es doch die Treppen. Von hier auf hier gab es 15 runde Treppen. 15 runde Treppen, wie wir kennen von Psalm, von Tehillim, Shira Malot, Psalm 120 bis Psalm 135. Das sind 15 Psalmen, die beginnen mit Shir Amalot. Amalot, das sind die Treppen. 15 Treppen für 15 Psalmen. Auf die Treppen standen auch die Leviim, die Musikinstrumente genutzt, um die Musik, um die Lieder zu spielen. Die hatten unten, rechts und links zu den Treppen, gab es den Bereich, wo die Musikinstrumente gelagert, aber die standen auf die Treppe und der Musik gespielt. Dann der Tor, der von hier dort, ist ein berühmtes Tor namens Sha'ar Nikanor. Alle Tore, alle Türe zu dem Tor hier im Haus waren von Gold, beziehungsweise mit Gold beschichtet. Außer diese Tür, der war eine Kupfertür. Und hier gibt es eine Geschichte im Talmud. Nikanor wollte unbedingt mitwirken, als das Haus gebaut. Und er hat gesagt, er möchte 2 große, schöne Türen für das Haus bringen. Er ist nach Ägypten gegangen, hat 2 große Holztüren fertig lassen aus Kupfer, also Kupfer beschichtet, und hat die mit dem Schiff von Ägypten Richtung Israel, Richtung Akko. Auf dem Weg war es sehr stürmisch. Und die Kapitän mit seiner Besatzung, die haben gesagt, Nikanor, tut uns leid, wir müssen schwere Last wegschmeißen. Und sie haben die Eintür von dem Schiff ins Meer geworfen, mit der Hoffnung, dass das Schiff soll stabiler bleiben. Aber es war nicht so. Und die Sturm war noch schwer und noch schwer. Und die kamen und haben Nikanor gesagt, wir müssen auch die zweite Tür. Und Nikanor hat festgehalten und gesagt, bitte nein, wenn ihr werft diese Tür, bitte mir auch mit. Weil ich habe mein ganzes Leben dafür gegeben. Und auf einmal, es war ein Wunder, Hashem hat gesehen, wie viel Nikanor ist damit verbunden und das Meer ist ruhig geblieben. Nikanor war glücklich, aber er hat immer Leid für eine Tür, die wurde ins Meer geworfen. Aber er sagt, mindestens eine ist mit uns geblieben. Als das Schiff nach Akko kam, auf einmal hat man gesehen, dass der andere Tür ist unter dem Schiff geblieben und ist mitgeschwommen den ganzen Weg nach Israel. Diese Wunder mit die 2 Türen hat dazu gebracht, dass unsere damals die Weisen haben gesagt, diese Türe soll bleiben, auch wenn die anders als alle anderen. Der Weg bringt uns in Azara, wo, kann man sagen, der meist wichtige Teil des Dienstes von Beit HaMikdash ist stattgefunden. Denn hier gab es einmal der Altar, der allerwichtigste Ort in Beit HaMikdash, nicht der allerwichtigste heilige Ort, sondern der wichtigste Ort für den Dienst. Und hier noch gab die Shulchan HaPanim, wo die Brot wurde täglich auch gelegt und auch der Kior mit 12 Wege, wie man Wasser rauskommt, wo man die Hände und Füße waschen könnte. Auf dem Altar
hat man täglich die Opfer geopfert. Und wie gesagt, das war die wichtigste Teil, den wir wissen, dass alle, als die nach Jerusalem kamen, haben auch mitgebracht eine Art von Opfer. Wir gehen jetzt mal rein. Hier gibt es wieder in diesem Haus zwei Teile. Ein Teil ist der Kodesh und der andere Teil ist der Kodesh HaKodeshim, ist der heiligste Ort. Und wie gesagt, in Kodesh HaKodeshim, wo im ersten Tempel stand der Schrank mit die Tora und die Tafel, aber der Schrank war nicht im zweiten Tempel und bei zweiten Tempel war nur ein Stein. Es gab einige Unterschiede zwischen erster und zweiter Tempel. In dieser Ort ging der Hohepriester einmal im Jahr rein. Er hat ein Rauchopfer mitgenommen, musste rein, musste ein Gebet sprechen und wieder raus. Und er war sehr kurz darin, weil er wusste, dass das Volk draußen ist sehr ungeduldig. Die wollen schnell wissen, ob der Kohen hat es geschafft, ob er raus wiederkommt. Weil, wenn während des Jahres hat er was nicht Gutes getan und er war nicht der Richtige, reinzugehen, er ist nicht rausgegangen, beziehungsweise man musste ihn rausschleppen, weil er ist dort gestorben. Deswegen, weil er wusste, alle warten, hat sehr kurz einige Sitze gebetet und wieder rausgegangen. Und als der Moment, dass alle haben gesehen, er ist rausgekommen, das war ein Feiertag. Alle haben gefeiert und gefreut, dann haben die gewusst, okay, unsere Gebete wurden aufgenommen. Im ersten Tempel, im ersten Beit HaMikdash zwischen Kodesh HaKodeshim und Kodesh, gab es eine Wand, eine Mauer. Der war so breit, ein Amma. Ein Amma, halbes Meter. Aber nach der Zerstörung von erster als den zweiten Tempel wurde es gebaut. Man hat diese Wand nicht wieder gebaut, denn gab es Schwierigkeiten mit der Höhe. So die Höhe des Hauses hier am zweiten Tempel war etwas höher als im ersten Tempel. Und deswegen hat man statt diese Höhe Vorhang gehängt. Zwei. Eine auf diese Seite, auf der anderen Seite, mit Abstand von ein Amma. Und der Kohen ging hier rein und wieder den ganzen Weg und dann so konnte er in Beit HaMikdash. Wegen diesem Vorhang, so sagt man, wir haben in jeder Synagoge vor die Toraschrank, wir haben auch diesen Vorhang. Den Vorhang vor dem heiligsten Ort. Hier drin war auch die Menorah. Die Menorah, die siebenarmige Leuchter, die Kohen HaGadol täglich auch angezündet. Interessant ist, da sieht man es hier nicht, aber damals, der Baustil damals war, dass man gerade in solche Häuser, die große Mauer gehabt und sehr breite Mauer, hat man das so gemacht, dass die Fenster waren von der Außenseite sehr schmal, aber von der Innenseite sehr breit. Und Ziel war, dass das Licht der Sonne kommt hier rein und breitet sich im Haus und heilt das ganze Haus. Dadurch gab es Licht. Damals gab es noch keinen Strom. Aber in Beit HaMikdash war mit Absicht genau das Gegenteil. Von innen war das schmal, von außen war das breit. Warum? Weil dieses Haus ist das Haus, das bringt Licht zu der Welt. Es steht Jerusalem, Oroshel Olam. Jerusalem ist Licht der Welt. Von hier kommt Licht auf die ganze Welt. Und das war symbolisch in den Fenstern auch zu sehen. Und wenn wir schon über Licht sprechen, Hileni Hamalka, die Queen Hileni, hat hier für diesen Eingang einen Kronleuchter gespendet. Es war ein ganz besonderer Kronleuchter mit Kristallen. Und es war so, dass in dem Moment, dass die Sonne hier diese Kronleuchter getroffen,
ist auf einmal die ganze Platz, die ganze Tempelberg, die ganze Jerusalem, haben Licht dadurch zurückbekommen. Und dadurch konnten viele Menschen wissen, jetzt ist die Sonne hoch, jetzt ist die Zeit zu beten, jetzt ist die Zeit, die und diese Dienst zu erfüllen. Denn das Haus war sehr hoch. Und es gab Menschen, die zwischen Häusern standen, konnten das Licht der Sonne nicht sehen. Dadurch haben die das auch bemerkt. Es sind viele Einzelheiten hier über Beit HaMikdash zu lernen. Und wir wissen, es gab die erste Tempel, die wurde zerstört. Dann hat man den zweiten Tempel gebaut. Und der zweite wurde einmal laut die Grundrisse und die Pläne von erste gebaut, aber auch teilweise von die Pläne von dem dritten Tempel. Der Prophet Jeschkel hat beschrieben, wie soll der dritte Tempel anders sein. Es gibt einige Änderungen, aber der zweite war sozusagen der etwas, die davon und davon hat. Zurück zu 9. Av. Es steht in Talmud, dass die, die das Tempel zerstört hat, kam ins Beit HaMikdash am 7. Av. Am 7. und 8. die haben hier das Haus zerstört. Und am 9. Nachmittag haben die Feuer gegossen und das Haus brannt von 9. bis auf 10. und 10. Nachmittag ist der Feuer aufgehört. Steht in Talmud, dass Rabbi Yochanan hat gesagt, wenn ich hätte in dieser Zeit gewesen, als man der Trauertag für die Zerstörung festgelegt, ich hätte es machen am 10. Denn der richtige Feuer, die richtige Verbrennung dieses Haus war am 10. Av, nicht am 9. Av. Aber die anderen Weisen damals, die haben gesagt, wir sind aber die Meinung am 9., weil am 9. ist die Zerstörung begonnen. Die Hauptzerstörung war am 9. Die Feuer ist weiter durchgegangen. Übrigens, weil am 10. brannt noch das Haus. Deswegen, heute Abend, wenn 9. Av ist zu Ende, wir essen wieder, wir trinken wieder, wir dürfen wieder Lederschuhe anziehen. Aber meistens, man wartet mit bestimmten Trauersymbolen auch bis am nächsten Tag. Zum Beispiel kein Fleisch essen oder auch bestimmte Dinge zu Hause nicht auszuüben. Aber dieses Jahr, weil morgen fängt Schabbat an, deswegen dieses Jahr ist schon erlaubt, heute Abend, wenn die Nacht beginnt, mit der Vorbereitung für Schabbat beginnen und damit auch Dinge, die in Regel nicht machen wollen. Wenn, so war das, dass Rabbi Yochanan der Meinung, dass die 10. ist der mehr traurige Momente, wieso ist im 9. Av viele Dinge, die nur am ersten Teil des Tages nicht erlaubt. Wir haben heute früh hier in der Synagoge gebetet, ohne Tefillin, ohne Talit. Wir dürfen heute bis Mittag, bis Chatzot, nicht auf einem Stuhl sitzen, sondern niedrig auf dem Boden. Und der Mittag, die Chatzot, kommt und viele Dinge werden langsam locker und erlaubt. Aber es stellt sich die Frage, wie die Meinung von Rabbi Yochanan, die Mittag ist eigentlich schlimmer geworden. Denn ab Mittag ist das Haus ins Feuer verbrannt. Warum finden wir keine Tradition, keinen Brauch, die symbolisiert diese Feuer von der Mittag? Und die Erklärung ist, dass wir trauen uns über Zerstörung, weil das war der Ort, das war das Haus, wodurch wir mit Gott verbinden.
Das war das Haus, von wo wir der Dienst, unsere Verbindung durchgelaufen. Aber in dem Moment, wenn es zerstört, mit der Trauer, wir müssen weiterleben. Wir fangen weiter an. Und deswegen, ab Mittag, wenn die Verbrennung begonnen und das Haus ist zerstört, dann nehmen wir die Zeit und sagen, jetzt starten wir wieder. Jetzt gehen wir wieder, weil unser Volk guckt vorne. Jetzt Mittag, die Trauer ist hinter uns, immer noch da, aber der besondere Symbole, wie wir uns trauern wegen der Zerstörung, ist schon vorbei. Jetzt ist die Zeit, wieder aufzustehen und im Leben zu gehen. Jetzt ist die Zeit, heute, jetzt, nach Mittag gleich, wenn wir Mincha beten, Tfilin legen, Torah lesen, weil jetzt geht es weiter. Und das ist eine schöne Erklärung, warum am 9. Abend nach Mittag ist kein Trauer extra besonders symbolisiert, weil wir denken auch weiter und wir sind, wie Napoleon gesagt, ein Volk, der verbunden mit der Vergangenheit, bis das ist, in sein Maß von Trauer hat eine sichere Zukunft. Wir haben eine sichere Zukunft und wir werden uns weiter tun und leben und die Mitzvot erfüllen, bis wir wieder erleben und sehen, dass Gott bringt uns der dritte Tempel, Beit HaMikdash HaShlishi, Shenizkeh Lirot B'Mehrah B'Yameinu. Amen.